Hallo und willkommen zurück zu Alundra. Wie wir schon der traurigen Musik hören, ist gerade erst wieder was passiert. Und zwar ist die Mine eingestürzt. Was für uns bedeutet, wir werden uns jetzt nachher mal da umsehen. Beziehungsweise unser guter Freund der Jeff sagte ja, wir sollen nicht die Bombe nehmen. Was ich jetzt gerne mal probieren wollte, und vielleicht bis jetzt selber noch nicht probiert offline, ob man auch wirklich auf ihn hören kann. Aber wie es aussieht, nicht. Weil er sagte ja schon, dass wir nicht alleine gehen sollen und auch nicht die Bombe, nicht ohne dass er es vorher überprüft hat. Alundra gehorcht nicht und nimmt gleich nimmt heimlich die Bombe. Er versteckt sie in seiner Tasche, damit sie nicht entdeckt wird. Ja, wie so üblich hören wir natürlich nicht auf die guten Ratschläge und machen unser Ding. Aber wir wollen ja schließlich auch helfen. Stimmt, Lebenskristall, Lebensdiamanten kommt man ja nicht holen. Da hatten wir ja das Problem, dass alles geschlossen hat zurzeit. Ich gehe mal auch davon aus, dass die Kirche zu ist. Okay. Also da hat man ja schon gesehen gehabt, dass wir was zum Werfen brauchen. Und diese Bombe ist auch wieder so ein schönes Item. Wie bei Zelda, die man unendlich oft benutzen kann. Und die werden wir erstmal auch standardmäßig ausgerüstet haben, weil wir damit noch einiges holen können. Kleiner Augenblick, mal kurz einen Schluck trinken. So, sorry. Ein bisschen trockenen Hals gerade und ich wollte euch nicht die ganze Zeit ins Ohr räuspern, deswegen lieber mal schnell einen Schluck trinken. So, dann schauen wir mal, wo die Mine ist. Eigentlich hatten wir die ja schon mal gesehen gehabt. Ich nehme jetzt auch trotzdem noch immer hier und da ein paar Büsche mit, wie gesagt. Es ist nie verkehrt, noch ein bisschen Geld zu haben, alleine schon wegen der Heilkräuter, die man dann doch vielleicht hin und wieder mal kaufen muss. Momentan brauchen wir die nicht, wir haben so viele davon. Ich glaube, in dieser Hütte waren wir auch noch nicht. Nein, da waren wir auch nicht. Und da ist auf jeden Fall ein Ausgang. Weil von der Seite aus kommt man auf jeden Fall nicht an den Schalter. Vielleicht kommt man ja... Nö, okay, also auf Dach springen kann ich auch nicht. Gucken wir mal, ob wir die weißen Blöcke jetzt loswerden können. Offensichtlich nicht, also brauchen wir da auf jeden Fall noch einen anderen Gegenstand. Ach, der gute Jess, da steht er ja. Dann werden wir mal mit ihm reden. Alundra, warum hast du die Minenbombe dabei? Oh je, bist du verrückt? Du kannst froh sein, dass du noch, wenn du lebend rauskommst. Ich lasse dich nicht gehen, Alundra. Du kannst nicht. Du solltest nicht. Oh je, ich gebe auf. Versprich mir eins, okay, Alundra? Wenn du Gefahr spürst, spiel nicht den Helden. Komm nur halt wieder raus, okay? Ah, der gute Jess, der macht sich Sorgen. Kann man noch verstehen nach den Vorfällen, die er hatte. Septimus ist auch hier. Oh ne, Mäde ist das. Keine Verwechslung. Ich bete für die, die immer noch da drin gefangen sind. Klein, fürchtest du dich vor dem, was in der Kohlmine ist? Vor dem Murk? Dafür haben wir keine Zeit, mein Junge. Wenn du nicht in die Mine gehst, um diesen Menschen zu helfen. Ich gehe. Natürlich gehe ich. Ups. Okay, also er kann die Mob nicht besonders weit werfen. Das steht schon mal fest. Ich glaube auch, der bekommt anscheinend auch selber keinen Schaden davon. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Na denn, auf. Jetzt haben wir nämlich erstmal einen etwas größeren Dungeon. Die Kohlmine. Und wir hatten ja schon gesehen gehabt, dass wir auch da ein kleines, ja, Rätsel kann man jetzt nicht unbedingt sagen, mit den Schaltern haben. Natürlich haben wir uns diese Reihenfolge gemerkt. Zack. Komm, mal eben wieder freispringen, weil wir müssen dann nämlich nachher durch.
Okay, die Tür ist auf jeden Fall zu. Das heißt auf jeden Fall, wir müssen erst uns ein bisschen umschauen, dass wir einen Hebel finden. Na, verschlossen. Entweder braucht man dafür einen Schlüssel oder halt einen Hebel, damit die geöffnet wird. Bis dahin können wir auch nicht die Lore anscheinend benutzen, weil die dampfbetrieben ist. Es ist völlig verrostet und bewegt sich nicht mehr. Mal gucken, ob die Bombe da ein bisschen nachhilft. Nö, es ist sogar so verrostet, dass selbst die Bombe nichts bringt. Kann man die auch sprengen? Nope. Da muss man ein bisschen mehr Gewalt haben. Aber ein kleiner Trick, um die blöden Schildkröten zu killen. Die lassen sich nämlich wunderbar mit den Bomben killen. Das habe ich mir noch gemerkt von früher. Und sie zünden sich auch selber aus, was sehr, sehr praktisch ist. Der Radius der Bomben ist aber anscheinend nicht sonderlich groß. Wunderbar, alles erledigt. Da wir da unten nirgendwo weiterkommen, müssen wir wohl da weiter. Perfekt. Und da hinten sehen wir auch schon diese lästigen Murks. Ah, die sind relativ schnell zu Fuß, die kleinen Schleimis. Sind auch schon die etwas stärkeren, weil die können auch schon Fernangriffe. Die Kisten halten wir, behalten wir uns für gleich mal, falls wir mal ein bisschen Heilung brauchen, weil da sind wie gesagt ein paar Murks. Cookie, wie ist das? Tut das weh? Unbehaarter? Blutest du? Okiki. Zerschmettert die Unbehaarten. Tötet sie alle. No, nein, nicht. Du aufhören. Ah. Alundra, hilf mir. Hä? Noch ein Unbehaarter? Kommst du deinen Freunden, dann können wir euch gemeinsam zerquetschen. Das hättet ihr wohl gerne, ihr Affen. So, ich hole mir erstmal die Kisten. 30 Gulden. Ich weiß, es ist ein bisschen mies, der liegt da gerade rum und ich sammle erstmal Geld ein. Heilkräuter, damit sind unsere Heilkräuter auch wieder voll. Gulden erhalten. Alundra, du bist ein starker Krieger mit einem guten Herzen. Hör zu, ich halte nicht mehr lange durch. Hier, nimm das. Es ist der Schlüssel zum Motorenraum. Jalen und Zane sind immer noch. Wir sind immer noch dort. Bitte hilf ihnen. Ach, hier ist sogar noch eine Truhe, wo wir eben nicht hin konnten. Du trägst so viel, um diese Heilkräuter mitzunehmen. Also, wie schon erwähnt anfangs, ihr braucht wirklich keine Sachen zu kaufen für die erste Zeit. Also ihr kriegt so viele Heilkräuter, dass die sogar wahrscheinlich zu viele sind, wie jetzt in dem Falle. Wir merken uns auf jeden Fall die Truhe. Wenn wir mal ein Heilkräuter benutzen, dann können wir nämlich zwischendurch nochmal zurück und dieses Heilkräuter hier holen. Die Reichweite ist echt gering von der Sprengung. Okay, am besten ist es anscheinend, wenn man die quasi während sie schon am Sprengung vorbereiten sind. Ja, komm. Ich versuche bei dem Spiel auch 100% zu machen. Das heißt, wir nehmen auch alle Truhen mit. Dann ist es jetzt nicht so wild, dass wir die benutzt haben. Holen wir noch eben die Truhe. Affen sind jetzt sowieso weg. Lumen hat seinen letzten Atemzug getan. Hm.
Das wird auf jeden Fall ein großes Begräbnis, nachdem man hier alles durch hat. Weil es waren ja so schon jede Menge gestorben bei dem Unglück. Und diese kleinen fiesen Affen haben jetzt noch mehr getötet. Ja, das war schlecht. Okay, wenn man sie so ein bisschen seitlich wirft, geht das eher. Okidoki. Okay, lässt sich beim besten Willen nicht bewegen, kann man machen, was man will. Aber da wir jetzt Beschluss erhalten haben, können wir auch mal die Minen. Die Minenlore wieder öffnen. Beziehungsweise aktivieren. Wie wir uns gemerkt haben, links, links, rechts, links. Et voilà, da läuft der Motor. Plötzlich springt der Motor an. Jetzt kann man nämlich auch mal eine Runde düsen. Zack. Und irgendwie wie von Geisterhand hat sich auch gerade der Hebel umgelegt. Wahrscheinlich irgendwie durch die wegspringenden Splitter des Steins. Keine Ahnung. Hier ein paar Schleimis. Entschuldigung. Was ist los, dass ich so Frosch mal alles hab? Zack. Hier schon mal quasi so eine Art kleiner Tease, was auf uns zukommt. Weil wir haben jetzt hier gleich so eine kleine Geschicklichkeitspassage. Autsch. Ja, krieg ich jetzt mal einen ab. Timing ist alles hier an der Stelle. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Ich muss mal gucken, an welcher Stelle das war, wo ich springen muss. Ja, Timing ist alles und genau das verkacke ich. Ah, okay. Also hier müssen wir rüber. Da rüber, da rüber. Okay, das ist nur für später den Rückweg, also da können wir noch nichts machen. Die erledigen wir uns jetzt ein bisschen leichter mit der Kiste, wollte ich gerade sagen, aber nicht weit genug geworfen. Was mache ich denn heute? Jetzt wirft er zu weit. Egal. Was steht denn hier? Weichenkreuzung. Okay. Also wir können hier auch die Weichen umstellen anscheinend. Ah, das lief doch ganz gut. Okay, der Motor ist fritte. So viel zur Weichkreuzung. Aber wir haben ja gesehen, dass oben noch was aufgegangen ist. Das heißt, wir nehmen gleich nochmal die Lore und fahren zurück. Hier ist sonst nichts mehr. Zack.
Damit ist die Weiche umgelegt und wir würden hier dann durchbrettern. Ein bisschen schneller hier vorwärts kommen. So, dann sehen wir uns doch mal hier ein bisschen um. Förderkarren zum Untergeschoss. Es ist verschlossen. Okay, also hier brauchen wir auch wieder einen Schlüssel. Wieder ein gemeiner Tees, jede Menge Truhen. Okay, hier können wir auch wieder nichts machen, das heißt wieder zurück. Das heißt wahrscheinlich da an der Stelle, wo wir eben waren, wo es nicht weiterging, wird jetzt mit Sicherheit ein Weg aufgegangen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß auf jeden Fall, dass dort noch eine Tür war, aber dass man die nicht sofort erreichen konnte. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ab welchem Zeitpunkt. Es kann sein, dass jetzt diese Tür wieder aufgegangen ist. Weil, wie ich schon gesagt, uns fehlt ein Schlüssel. Aber den Stein haben wir schon mal beseitigt. Dann haben wir den auch schon mal aus der Quere. Zack. War ja die rechte Tür. Hier vorne war ja auch noch ein Hebel, an dem wir nicht rankommen. Da weichen wir mal aus. Den können wir uns sparen. Ob ich hier besser durchkomme. Okay, der kommt da nicht hoch. Dadurch, dass das Wasser ihn vom Springen abhält, also er kann ja noch nicht so gut springen im Wasser, da kriegen wir später noch einen Gegenstand für. Na, ob ich hier wieder rauskomme. Weiter. Ja, stimmt, da muss ich durch. Autsch. Autsch. Immer auf die Glocke hier. Yep. Autsch. Ja, Tatsache, die Tür ist jetzt auf. Wahrscheinlich war da auch wieder belegt. Die Minenkarren für den Eingang zum Schacht 1 sind in Betrieb. Okay, der Motor ist anscheinend doch noch nicht ganz fritte. Jetzt versuchen wir mal anhand dieser Flöcke rauszukommen. Dann kriegen wir nämlich nicht so viele Steine auf die Rübe. Hep, hep, hep. Perfekt. So sollte es eigentlich laufen. Dann versuchen wir wieder mal mit den Kisten zu erledigen. Ah, diesmal war nichts drin. Das hat natürlich wieder super geklappt. Gar nichts gedroppt. Vielleicht haben wir ja hier was drin zum Heilen. Auch nicht. Ich sah aber nochmal rein. Die Energie möchte ich mitnehmen, weil ich weiß nämlich auf jeden Fall, dass naja noch ein Zwischenboss kommt. Ich weiß nur nicht genau an welcher Stelle und dann habe ich dann lieber volle Energie. Oh, ein schönes 10er Pack Gulden. Ja, gerne mit. Reicht. Damit kommen wir auf jeden Fall erstmal klar. Ich weiß nicht, ob wir auch später noch mehr Gulden brauchen. Wie gesagt, das ist A, ewig her, dass ich das gespielt habe. B, habe ich leider bis jetzt noch nicht komplettiert. Und dementsprechend wird das ein bisschen Zeit auch brauchen.
Schauen wir mal, was das Ganze jetzt gebracht hat. Ich weiß auch jetzt nicht, ob man den linken Stein erst zerstören muss, damit dann unten irgendwie was frei wird. Okay, ist immer noch verschlossen. Ja, ich hatte ja schon ein bisschen vorgewarnt, dass es dann hier und da auch mal so Momente gibt, wo ich dann selber erstmal wieder schauen muss, wie das war. Und das ist gerade einer dieser Momente. Okay, dann werden wir wahrscheinlich an den anderen Hebel rankommen können. Ups. Heißt, wir müssen nochmal da lang. Das ist doch der eine Hebel, der da frei geworden ist. Da links, wo man das Schild so ganz, ganz wenig sieht. Ja. Hier war nämlich vorher eine Tür im Weg. Weiche links Eingang, rechts Eingang, Schacht 1, unterste Ebene. Okay. Ja, das war die Weiche für den weiteren Weg nach unten. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall ganz am Ende nochmal alle Weichen umlegen, sobald wir den Schlüssel haben. Achso, während man in der Lore ist, kann man übrigens auch nichts machen. Also, ja. Die werden natürlich einfach überfahren. Beeilen wir uns mal ein bisschen, dann haben wir auch wieder volle Energie. Okay, wir haben rechts eine Tür und hier unten haben wir auch noch ein bisschen was. Ja, zwei zum Preis von einem. Perfekt. Ich lasse mich immer viel zu leicht treffen. Damit haben wir die Tür geöffnet. Na, haben wir hier Heilung drin? Perfekt. Gucken wir mal, wo wir hier wieder hochkommen. Ah, hier bei den Kürben. Die Unbeharrten sind zurück. Wir müssen sie töten. Ja, töten, töten, töten. Okay, ihr bekloppten Affen. Dann versucht es mal. Okay, also haben wir nur den einen, der da hinten in der Ecke liegt. Jaden rührt sich nicht mehr. Sein Körper wird schon steif. Er hält einen Schlüssel in seiner linken Hand. Einen Schlüssel erhalten. Also wird der Schlüssel sein für die eine Tür, die wir gesehen haben. Wo die fahren wir jetzt einfach rüber. Zurückfahren lohnt sich nicht, wieder ein bisschen Geld. Das Problem ist nämlich, bis wir da sind, ist es weg. Kann auch nicht stoppen oder so, die fährt dann einfach durch. Gut, hätten wir uns eine Menge Weg sparen können. Sorry dafür nochmal. Zack. Ich weiß auf jeden Fall, dass noch das ein oder andere Rätsel kommt, wo ich noch eine ganze Weile dran sitzen werde. Gerade besonders in den späteren Dungeons habe ich die Rätsel extrem schwer in Erinnerung. Hier müssen wir gleich nochmal kurz hoch, den Hebel umlegen.
So, jetzt aber. Wir werden auf jeden Fall jetzt mal eine Überlänge-Folge haben wieder. Wir werden nämlich den Dungeon einmal komplett abschließen. Dann haben wir quasi für eine Aufnahme den kompletten Dungeon. Diese Plattformen hier sind sehr, sehr praktisch. Hier kriegen wir einmal eine komplette Heilung. Und hier bekämen wir, wenn wir Magie hätten, die komplette Magie aufgeladen. Wir werden auch mal kurz speichern. Dann haben wir nämlich das auf jeden Fall schon mal erledigt. Falls ich es dann doch mal verkacken sollte mit dem Boss. Oder Miniboss, was da auch immer kommt. Die Geschichte wird gespeichert. So, dann schauen wir doch mal, wie wir an die Kisten rankommen. Aber wir haben ja schon gesehen, da sind eine Menge Kisten zu holen. Okay, die Lore fährt hier noch hin und her. Noch am Überlegen, ob wir nicht vielleicht doch zwei Folgen machen und raus, weil ich glaube, hier kam noch ein bisschen was. Okay, Heilkräuter haben wir immer noch voll. Also wir kriegen so viele Heilkräuter. Bis, ach Gott, noch mehr Heilkräuter. Also wir kriegen so viele von dem Scheiß, wir wissen überhaupt nicht, wohin damit. Unter dieser Ebene wird der Tunnel westwärts weitergeführt. Also links rum. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Hebel. So, normalerweise hätte man hier ein bisschen komplizierter machen können, hier mit den Flöcken, aber da kann man sich ein bisschen leichter machen, indem man einfach kurz die Bombe da hochwirft. Okay, hier haben wir wieder einen Hebel. Weichen, links, Westschach, rechts umkehren. Okay. Fahren wir mal eine Runde mit der Lore. Ich denke nämlich mal, wir werden jetzt erstmal die ganzen Steine damit einreißen. Ja, mehr können wir hier nicht tun. Hier fahren wir nur hin und her mit der Lore. Hier kommen wir so nicht weiter. Die beiden Truhen haben wir ja schon gesehen. Die können wir gerade nicht gebrauchen. Das ist nämlich leider nur... Voilà. Leider nur Heilkräuter und die haben wir komplett voll. Okay, da kommen wir so nicht hoch. Ob wir den... Nö. Versuchen kommt man es ja mal. Wie war das nochmal? Okay, hier kann man nirgendwo hochspringen. Den Karren kann man zwar schieben, aber kann man noch nicht wirklich hoch. Da ist auch alles dicht.
Ah, okay. Den Sprung schafft man doch. War mir nicht mehr ganz sicher, ob man den Sprung schafft. Da kommen wir erstmal nicht weiter. Wenn wir getroffen werden, nehmen wir auch mal Heilkräuter. Dann können wir zumindest die Kisten holen. Bei den Dungeon kommen wir so oder so nicht mehr rein. Ah, da hinten liegt der Zane. Kämpfen im Wasser ist nicht ganz so leicht, weil man halt wirklich extrem schwerfällig bewegt. Das heißt, man kann kaum ausweichen. Hier kann man ein bisschen tricksen. So, gut, hier hat man jetzt nicht unbedingt killen müssen, aber es macht dann halt nachher ist ein bisschen leichter. Hep, 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 hep. Einmal was aus der Kiste, ein Schlüssel. Sehen liegt gekrümmt da, ein kleines Blutrinnsal kam aus seinem Mund. Seine Finger sind völlig verschrumpelt, er muss sehr lange im Wasser gewesen sein. Okay, also der ist schon länger hinüber. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas anfangen können. Ah, glaub nicht, nee. Okay, das heißt auf jeden Fall, wir haben jetzt wieder einen Schlüssel. Autsch. Das ist nicht so wild. Wir haben da oben so viele Heilkräuter liegen. Mal ein bisschen nutzen. Gut, da wäre jetzt so ein Vollheal gewesen. Können wir die anderen Kisten nämlich auch noch einpacken. Dann passt das. Zack, zack, daneben. Na, dann haben wir hier oben noch eine Kiste. Ich guck mal kurz, ob man die so, so benutzen kann. Nö, also man muss wirklich schon Energie verloren haben. Okay, den kriegen wir so nicht bewegt. Aber da wir jetzt Schluss haben, müssen wir hier reinkommen. Genau. Und wie ihr seht, die Weiche hat sich geändert. Mal schauen, wo wir hinkommen. Zweifelsfalle, die Truhe haben wir ja geöffnet gehabt. Lassen wir das ja 100% außen vor, weil wir die einfach nicht einsammeln konnten. Also es ist zumindest ein versuchtes 100%. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Gegenstände finde sofort. Was ich auf jeden Fall versuche, ist die kompletten Falken zu finden. Okay, der Weg ist zu. Hier ist ganz wichtig, nicht alle Kisten kaputt machen, sonst kommt man nämlich hier nicht mehr hoch. Ah, genau, da oben war noch eine Truhe, da müssen wir noch rankommen. Ups. Hm, nicht weit genug gesprungen. Oh, da wurde es beinahe warm am Hintern. Also da braucht man echt einen Pixel-Perfect-Jump. Ein goldener Falke. Perfekt. Dann haben wir das Wichtigste in dem Dungeon schon mal gekriegt. Guck, guck. Autsch. Aber das ist schon mal ganz gut. Dann können wir nämlich auch noch kurz die letzte Truhe holen. Das war unnötig, das gebe ich zu. Aber so haben wir zumindest alle Truhen auch geöffnet. Interessant, dass die Steine immer wieder da sind.
Dann haben wir auch den ersten richtigen Dungeon erledigt. Dann haben wir schon mal zwei Träume gesehen und ein Dungeon. Und so haben wir dann nach und nach dann auch alles mal erlebt in dem Spiel. Zack, zack, zack. So. Da haben wir auch alle Truhen hier in dem Gebiet. Also zumindest alle bis jetzt gesehenen Truhen in dem Gebiet. Dann können wir auch jetzt den Dungeon abschließen. Das mit den Kisten kann man sich nicht komplett verbauen, falls jemand sich gerade fragt. Dann ist auch total der Gamebreaker, wenn man dann die Kisten kaputt gemacht hat und dann nicht mehr hochkommt. Man kann ja die Lore nehmen, damit die wieder spawnen. Wenn man es dann verkackt. Also wie man sieht, man kommt auch ohne diese Kisten wirklich nicht weiter. Oder? Na doch, 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 da kommt man noch hoch. Weil hier unten ist ja auch noch ein Flock, eine Stufe, die ich komplett übersehen habe. Es sieht nicht so aus, als könnte man da hoch auf dem ersten Blick, aber man schafft den Sprung. So, eins, was viele wahrscheinlich bemängeln, dass man nicht sofort auf Anhieb sieht. Ups. Ob man so Sprünge schaffen kann. Ganz ist nicht so kritisch, also man konnte meiner Meinung nach bis jetzt immer ganz gut alles so herausfinden. Allgemein ist das, auch wenn es ein ziemlich schweres Spiel ist, ziemlich fair. Okay, die Truhe haben wir, das heißt wir können hier weiter. Okay, das ist auch ein Lorenweg. Ich denke mal, das ist ein Rückweg mit der Lore. Weil ich sehe es hier auch keine Lore, die da hinführen würde. Hier haben wir auch wieder eine Truhe. Mit Heilkräuter. Moment, das haben wir gleich. Zack. Also man hat hier wirklich mehr Platzprobleme als Probleme Heilkräuter zu kriegen. Ah, okay. Müssen wir mal einen kleinen Sprung machen, damit wir da hochkommen. Zack. Müsste auch gleich dann abgeschlossen sein. Dann haben wir eine wirklich sehr lange Folge wieder. Wir hätten jetzt auch zwei Folgen draus machen können, da hätten wir es irgendwie, ich glaube, eine 30 und eine 20 Minuten Folge oder so. Aber das ist ja nicht nötig. Nach dem Dungeon werde ich allerdings auch Ende machen, weil dann haben wir eine gute Spielzeit. Drücke den unteren Knopf dreimal und den oberen einmal, um den Fahrstuhl zu starten. Okay, also der Motor springt nicht immer an und man soll ihn dann rütteln, wenn er dann nicht anspringen sollte. Und da ist er auch an. Ja, die Mine ist nicht mehr in besonders gutem Zustand hier, bricht alles ein und es sieht nicht so gut aus. Die maximale Lebenskraft ist wieder erreicht. Okay, also hier hätten wir auch nochmal Full Heal bekommen. Also wie gesagt, das Spiel ist wirklich sehr fair. Man kriegt überall Möglichkeit nochmal zu speichern, sich zu heilen. Oh, der ist viel größer dafür. Sazan. Was? Ihr habt kein Wappen gefunden? Ukiki, Lord Melsas hat befohlen, 7 Wappen zu finden. 7. Bis jetzt habt ihr gerade mal 2 gefunden. Geht und kommt nicht ohne die restlichen Wappen zurück. Wikiki. Ich komme nicht zurück, ohne deinen Auftrag erfüllt zu haben. Verschwinde endlich.
Jupp. Und wie man sieht, man wäre nicht wieder zurückgekommen. Die Tür ist nämlich jetzt dicht. Ukiki, ich rieche Haarlose. Zermalmt ihre Köpfe, zerschmettert ihre Knochen. Los, los, los. Ja, das ist der erwähnte Zwischenboss. Das sind auch wieder nur die Affen. Zack. Kann das sich, glaube ich, auch ein bisschen leichter machen. Na gut. So oder so ist es erledigt. Alle Murks sind tot. Ja, wir kriegen am Anfang noch ordentlich auf die Backen, deswegen haben wir auch relativ viel Energie und man kriegt ja auch später bessere Rüstung. Und ein Lebensdiamant erhalten. Damit haben wir dann schon mal 12 Leben, beziehungsweise wir haben ja im Hinterkopf noch eins Kaufer noch. Dann haben wir auch 13. Tja, da würde ich sagen, machen wir hier dann auch Feierabend an dieser Stelle und in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like. Und wenn euch solche Videos interessieren von so klassischen Spielen, gerade Super Nintendo, PS1 Zeit oder NES Zeit, macht dann auch gerne mal ein kleines Follow. Ansonsten könnt ihr auch gerne hin und wieder mal in den Stream reinschauen, wird wahrscheinlich erstmal eine Weile nicht so klappen. Wie ich schon in den ersten Folgen erwähnt habe, wird es eine OP bevorstehen und dann werde ich sowieso erstmal einen Monat leider nichts machen können. Bis dahin werde ich versuchen, möglichst viele Folgen noch irgendwie aufzunehmen, dass ihr hin und wieder mal ein bisschen Nachschub habt. Ich kann aber nicht versprechen, dass ich einen kompletten Monat damit ausfüllen kann, weil so viel Zeit habe ich leider nicht. Und sage mal, bis zur nächsten Folge. Tschüss.